Hi zusammen, ich bin mal wieder Vögel gucken und in dem Rahmen möchte ich gleich ein neues Artporträt hinterher schieben. Und zwar geht es heute um die Sumpfohreule. Und die Sumpfohreule ist bei uns leider vom Aussterben bedroht. Eine super seltene Eulenart. Allerdings ziehen einige Individuen im Winter bis zu uns ins Binnenland. Als Brutvogel kommt sie in Deutschland eigentlich nur noch oben an der Nordseeküste vor, dort auf den Inseln. Und in Österreich schaut es auch nicht viel besser aus. Dort ist das Vorkommen auf den Osten beschränkt. Die Sumpfohreule ist, ja, wie der Name schon sagt, auch eine Ohreule. Also relativ nah sogar mit der Waldohreule verwandt. Schaut ihr auch recht ähnlich. Von der Größe sind sie ziemlich identisch. Allerdings die Federohren sind nicht ganz so dominant bei der Sumpfohreule. Die sieht man relativ selten. Wenn man sie sieht, ist es aber sehr, sehr putzig. Und was auffällt, sind natürlich die gelben Augen. Die gelben Augen stechen heraus, selbst wenn sie wie hier irgendwo mitten im trockenen Gras sitzen. Und ich habe es erwähnt, bei uns ist die Sumpfohreule vom Aussterben bedroht. Aber letztendlich können wir die Sumpfohreule fast weltweit beobachten. Natürlich sind das dann alles andere Unterarten. Sie braucht offene Landschaften. Besonders beliebt sind Sümpfe, Moore, ausgedehnte Wiesenflächen und Tundren. Also auch in Skandinavien, wenn man da oben ins Fjell geht, dort kommt die Sumpfohreule durchaus vor. Da habe ich sie auch schon häufiger beobachten können. Aber auch in extensiv genutztem Grünland bzw. Ackerland können sie durchaus brüten, wenn da irgendwelche Streifen sind, fürs Rebhuhn zum Beispiel, die stehen gelassen wurden. Dort ist es durchaus möglich, dass sich eine Sumpfohreule mal niederlässt. Sie ist dann auch durchaus tagaktiv. Also gerade, wenn sie Jungen füttern muss, und in Skandinavien haben wir natürlich auch Midsommer, da ist sie gezwungenermaßen tagaktiv, aber auch bei uns ist sie zur Brutzeit tagaktiv. Und jetzt aktuell im Winter ist es dann doch eher die Dämmerung, wo sie aktiv wird. Aber auch am Tag, durchaus. Dort jagt sie dann über die offenen Wiesenflächen, beziehungsweise jetzt im Winter, wenn sie eben zu uns zieht, dann kommt sie durchaus auch auf Ackerflächen vor. Also das ist nicht zu unterschätzen, auch dort können wir sie finden. Gerne überschwemmtes Land. Also Wasserbindung ist schon relativ stark vertreten bei der Sumpfohreule. Sumpfige Flächen mag sie eben. Und dort sucht sie nach Wühlmäusen, nach Schermäusen und bildet sogar Schlafgemeinschaften. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass mehrere Sumpfohreulen an einem Ort zusammen schlafen. Nächtigen wäre jetzt hier das falsche Wort, weil sie ja auch tagsüber dort versammelt sind. Es kommt auch vor, dass sie mal die Nähe zu Waldohreulen suchen und dann sitzen da wirklich Sumpfohreulen mit im Schlafbaum von den Waldohreulen. Das ist sehr beeindruckend. Ich habe bisher nur Bilder davon gesehen. Ist relativ selten, aber es kommt eben auch vor. Und hier in dieser Aufnahme können wir super gut sehen, dass Eulen generell von Singvögeln und Rabenvögeln gerne attackiert werden. Das nennt sich Mobbingverhalten und das ist halt tatsächlich Mobbing. Sie wollen diesen Feind vertreiben und das machen sie, indem sie den Angriff nutzen. Sie denken sich, Angriff ist die beste Verteidigung und gehen regelrecht auf diese Tiere, auf die Eulen los. Und verfolgen sie dann eben auch hunderte Meter weit im Flug. Besonders beeindruckend ist das Flügelklatschen von der Sumpfohreule, wenn sie ihre Revierflüge macht. Das ist einfach faszinierend zu sehen, wie sie da ihre Kreise drehen und mit den Flügeln zusammenklatschen. Und wenn sie erfolgreich balzen, kann im Februar schon anfangen, geht bis in den Mai hinein, dann kommt es dann hoffentlich auch zum Nestbau, wobei Nestbau hier auch wieder falsch ist, weil Eulen bauen keine Nester. Sie drückt aber eine Mulde in das Gras, in die Landschaft, natürlich im Schutze von genügend Vegetation. Sumpfohreulen brüten in der Regel nur einmal im Jahr. Sie legt dann so zwischen 7 bis 10 Eier. In besonders starken Mäusejahren kann es allerdings passieren, dass sie auch zweimal brütet. Jungvögel haben ein relativ dunkles Gesicht und lassen sich dadurch schon noch recht gut von den Altvögeln unterscheiden. Und es ist unwahrscheinlicher, die Sumpfohreule irgendwie auf einem Baum zu sehen, als in der Wiese oder am Boden sitzen zu sehen. Also dieser Vogel ist sehr, sehr gut darauf angepasst, irgendwie auf dem Boden klarzukommen. Man sieht es hier in dieser Aufnahme auch ganz schön, wie sie da
läuft, um vor dem Wind Schutz zu suchen. Und in den restlichen Aufnahmen seht ihr das ja auch, dass sie da überwiegend am Boden sitzt oder eben fliegt, aber kaum mal auf einem Baum sitzt. Also das habe ich natürlich auch schon gesehen, aber dieser Bezug zum Boden ist eben doch deutlich stärker vorhanden als zum Beispiel bei der Walter-Eule. Es gibt natürlich eine ganze Reihe an natürlichen Prädatoren und natürlichen Feinden von der Sumpfeule, aber die größte Gefährdung ist eben der Lebensraumverlust. Der ist nämlich wirklich dramatisch. Und häufig werden Gräben gezogen, damit die Wiesen entwässert werden. Das ist ein Riesenproblem, weil ja, je weniger feucht es ist, desto besser auch der Zugang. Nicht nur für uns, auch für den Fuchs zum Beispiel. Also da kommen immer wieder Folgeschäden durch. Ansonsten, wenn eine Sumpfeule im Ackerland brüten sollte oder in einer alten Brache, dann teilweise, oder Wiesenflächen, die werden dann auch gemäht. Ja, und da gehen halt auch viele Jungtiere dann zugrunde, was sehr, sehr traurig ist. Da muss auf jeden Fall ganz besonders drauf geachtet werden. Das wird bei uns in Deutschland auch. Aber dennoch, es ist ein Problem. Ich hoffe, ihr konntet in diesem Video wieder etwas dazulernen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Schreibt eure Gedanken gerne in die Kommentare. Wer mehr zur heimischen Natur lernen möchte, sollte doch mal unten in der Videobeschreibung schauen. Dort ist der Link zu meinen aktuellen Büchern über die heimische Tierwelt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.